Heute, was geht ab, Leute? Hongier, Gesteins-Event, Abenteuerwoche ist morgen zu Ende. Wir haben alle fleißig Bonbons gesammelt von den Gesteins-Pokémon. Ammonitas, Kabuto, Andogel, Aerodactyl sogar, Stoll Junior. Und die Frage ist jetzt, in was soll man die Bonbons investieren? Was sind so die besten Gesteins-Pokémon? Ich habe Amoroso gepusht, 100er. Ich habe Kabuto aufs 100er gepusht. Ich habe es einfach so gepusht, weil die 100 sind. Aber die Frage ist, war das eine gute Entscheidung? Sind das gute Pokémon? Heute meine Top 5 der Gesteins-Pokémon. Ich scroll mal hier kurz durch, dann sehen wir alle Gesteins-Pokémon. Oder die meisten. Ah, eigentlich müsste das eigentlich alle sein. Ihr wisst, Despota bekommt in 2 Wochen beim Seedai Lavita eine neue Gesteins-Attacke. Fast Attack. Dementsprechend wird er dann mit 2 Doppel-Gesteins-Attacken der beste Gesteins-Angreifer. Aber heute auf der Liste ist er noch nicht mit dabei. Ansonsten wäre er einfach Platz 1. Wir können ihn als Platz 0 betrachten, sozusagen. Fangen wir einfach direkt an. Auf Platz Nummer 5 haben wir, wir kennen ihn, wir hassen ihn, jeder kennt's, er wird immer ausgewählt bei Raid-Kämpfen. Und zwar ist es Stolos. Stolos kann Stone Edge, Steinkante, eine der stärksten Gesteinsattacken. Problem ist, er kann keine First Attack, die Gestein ist, sondern nur Eisenschweif oder Drachenrute, Drache oder Stahl. Er hat einen relativ hohen Angriffswert und zwar 198 und eine Menge Def, fast 300, nee sogar 314, 314 Def, aber wir betrachten ja eher den Angriff für Raid-Kämpfe, für Arena-Kämpfe. Stamina hatte 140, Attack 198, Defense 314 und Max WP bei 100% 3004. Den müssen wir auch noch maxen, übrigens nur mit 100% kommt er über 3000, 98 bereits nicht mehr über 3000. Also der ist eigentlich das wichtigste Pokémon auf 100%. Bei allen anderen haben wir letztens im Video festgestellt, IV sind nicht allzu wichtig. Schon wichtig, aber nicht das A und O. Dann haben wir auf Platz 4 einen geteilten Platz und zwar Lunastein und Sonfell. Sonfell kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil der regional ist und ich den noch nicht habe. Aber die haben beide dieselben Werte und der hier hat sogar das perfekte Moveset, 2 Gesteinsattacken. Deswegen sind die überhaupt in den Tops, weil die Werte sind nicht so überragend. Stamina 180, Attack nur 178 und Defense 163, Max WP 2245. Dasselbe gilt für Sonfell. Und der ist übrigens fast Max, der war Level 35, als ich den gefangen habe. Der Grund, wieso die zwei es in die Topliste geschafft haben, ist die Tatsache, dass die 2 Gesteinsattacken haben. Das macht halt einen großen Unterschied. Genau deswegen wird auch Despota zum besten Gesteinsangreifer, weil er davor nur Steinkante konnte und jetzt dann Doppelgestein hat. Und das macht halt echt einen großen Unterschied. Wie zum Beispiel Kabutops. Sein Angriff ist relativ hoch, 220. Und Lunastein und Sonfell nur 178. Aber er kann keine Gesteins-First-Attack. Selbes gilt zum Beispiel für Aerodactyl. Aerodactyl hat auch einen sehr hohen Angriffswert. Auch 220, glaube ich. 221. Aber auch er kann nur Steel Wing oder Biss. Keine Gesteinsattacke. Selbes gilt für Almaldo. Der hat einen Angriffswert von 222. Eine geile Zahl übrigens. Aber Fast Attack kann er nur Käfer. Deswegen als Gesteinsangreifer nicht stark genug. Und ja, Lunastein und Sonfell haben einfach das Glück. Dementsprechend haben die es nur durch ihre Attacken auf Platz Nummer 4 geschafft. Dann haben wir auf Platz Nummer 3, obwohl ich gerade gesagt habe, dass man Doppelgestein braucht. Seine Werte sind gut genug, dass er kein Doppelgestein braucht. Und zwar Lizaros, der kriegt sogar noch eine Weiterentwicklung. Aber Angriffswert auch 222, Stamina 210 und Defense 206. Und er kann aber dafür Stone Edge. Das macht ihn als Gesamt-Pokémon besser als zum Beispiel Lunastein. Aber in Raids oder so, wo es halt echt nur eine begrenzte Zeit ist, wo man es so schnell wie möglich bekämpfen soll und man dann echt nur Gestein braucht, dann ist Lunastein und Sonfell trotzdem noch besser. Aber im Gesamtpaket ist Lizaros besser. Dann auf Platz Nummer 2. Dann haben wir Geowatz. Geowatz, Max CP 100%, 2916. Das kann ich hier sehen. Er hat die perfekten Attacken. Doppelgestein mit Steinkante und Rock Throw. Werte Stamina 160, Attack 211 und Defense 229. Also die Gesteins-Pokémon haben allgemein sehr hohe Defense. Was für uns aber relativ unwichtig ist. Hammer Geowatz, solide Werte und einfach das perfekte Moveset. Das macht ihn momentan zum besten Gesteinsangreifer. Abgesehen von einem, und zwar, für manche ist es vielleicht überraschend,
Amoroso. Problem ist nur, beide Attacken, die man braucht, damit er der beste Gesteinsangreifer ist, sind beide Legacy Movesets, die einfach nicht mehr erlernbar sind. Auch nicht mit TMs, nur ein, was damals zur damaligen Zeit entwickelt wurde und zufällig die Movesets bekommen hat, hat halt die Movesets. Ansonsten keine Chance mehr auf dieses Moveset und damit keine Chance mehr auf den besten Gesteinsangreifer. Ja, ich hab's nicht, wie ihr sehen könnt. Momentan kann Amoroso nur Mudshot. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Mudshot und Aquaknarre. Keine Gesteins-Fast-Attack. Und als Gesteins-Charge-Move kann es nicht mehr Steinhagel lernen. Nur noch Felswurf und Antikraft. Beide leider Schwäche. Also, das perfekte Amoroso wäre Steinwurf, Legacy-Moveset und Steinhagel, Legacy-Moveset. Ansonsten Steinwurf, Legacy-Moveset und Felswurf, falls es noch das kann. Das wäre eine Alternative. Ganz kurz noch die Werte von Amoroso. 140 Stamina, 207 Angriff, 227 Defense und Max WP von 2685. Der hier ist gemaxt, habe ich gestern im Video gemaxt. Checkt das Video nochmal ab. Und ja, das war meine Topliste der besten Gesteinsangreifer. An sich ist es vollkommen egal, denn am nächsten C-Day kommt der beste Gesteinsangreifer überhaupt. Und zwar Despotar mit Doppelgestein. Ihr wisst, ich mache mir 6 Stück. Ihr solltet euch auch 6 machen. Denn er wird einfach der Beste. 0% Despotar auf Level 27 ist besser als ein 100% Level 40 Geowatts. Gebt euch das. So krass ist der Unterschied. Und Geowatts ist momentan im Grunde genommen der beste Gesteinsangreifer. Abgesehen von so einem besonderen Special Amoroso, falls ihr das hat. Schreibt es unten in die Kommentare, falls jemand so einen Amoroso hat. Dann Glückwunsch. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.